Samba Sadashiva, Erläuterungen zum Kirtan Nummer 251 und Nummer 300 im Yoga Vidya Kirtan Heft. Samba Sadashiva ist ein Kirtan zur Verehrung von Shiva und zur Verehrung von Shakti. Es ist also ein Shiva-Shakti-Mantra, ein Mantra, das das Göttliche verehrt in Gestalt des Männlichen und des Weiblichen, in Gestalt des kosmischen Bewusstseins Shiva und in Gestalt der göttlichen Kraft, die das ganze Universum durchdringt und sich im Universum manifestiert und im Universum wirkt, also Shakti, auch Amba oder Durga genannt. Es ist ein Kirtan mit einer großen Dynamik, es ist ein Kirtan, der voranschreitet, es ist ein Kirtan, der Zuversicht und Vertrauen und Mut gibt. Shiva wird verehrt als Shiva, als gütig, als glücksverheißend. Und Shiva ist Samba, das heißt zusammen mit Amba. Sa ist zusammen mit und Amba heißt Mutter. Sa Amba, Samba. Shiva ist zusammen mit Shakti und er ist Sada und Sada heißt ewig. Shiva ist ewig. Shiva drückt das Unendliche aus. Shiva ist das ewige Sada und Shiva ist mit dem Vergänglichen, durch das die göttliche Mutter wirkt. Samba Sada Shiva heißt also, Shiva ist das ewige und Unendliche. Shiva ist auch die göttliche Mutter, in der alle Veränderungen stecken. In der ersten Strophe wird besonders eben Shiva verehrt und er ist auch Hara. Hara heißt, ist auch der Zerstörer, der wegnimmt. Er nimmt alle Verhaftungen weg, er nimmt uns alle Leiden, er führt uns zu Om, zum Höchsten. Die nächsten Strophen sind vor allem die Verehrung der göttlichen Mutter. Die göttliche Mutter ist Mata, eben Mutter. Sie ist Jagadamba, die Mutter der Welt. Sie ist Jagat Mata, die Mutter des ganzen Universums. Om Mata, Om ist das Unendliche. Du manifestierst dich als Mutter. Om Shri, Ehrerbietung dir, Mata, Jagadamba, Mutter des ganzen Universums. Dritte Strophe drückt aus, du bist Uma. Und Uma ist ein Beiname von Parvati, Parvati als die Tochter des Himalaya, als Shivas Frau. Also auf der einen Seite kann man die Göttin verehren als in einer konkreten Gestalt, die wunderhübsche Parvati, auch Uma genannt. Aber sie ist letztlich Parameshwari, die höchste Göttin, die Göttin, die zum Höchsten führt. Sie ist Bhuvaneshwari, die Göttin des Unendlichen, manchmal auch gesagt, die Göttin dieser Erde. Bhuvana ist zum einen das Unendliche. Bhuvana ist aber auch die Welt, ist auch diese Erde. So ist die göttliche Mutter Parameshwari, die Göttin des Höchsten und Endlichen, ist aber auch Bhuvaneshwari, die Erdgöttin, die Göttin dieser Erde. Sie ist Adi, die Ursprüngliche, und sie ist Para, auch unendlich. Und sie ist Shakti, die kosmische Energie. Sie ist Devi, die Göttin, die strahlende. Maheshwari, die großartige Göttin. Und so verehrt man, oh Shiva, oh, du nimmst an mir alle Negativitäten und Wünsche, sodass ich dich erfahren kann. Du bist das Ewige und du bist immer mit Amba zusammen. Oh göttliche Mutter, oh Mutter des Universums, du bist wunderschön. Führe mich zum Höchsten, lass mich dich auch in der Schöpfung erfahren. Du bist ursprünglich, du bist die höchste Shakti. Oh große Göttin, ich verehre dich, oh große Göttin. Lass mich dich erfahren und führe mich zum Ewigen und Unendlichen.